Herzlich willkommen zum Video von E-Man Games zu den WCQ Regionals in Ettlingen, die letzten Samstag stattgefunden haben. Wie ihr auf dem Bild bereits sehen könnt, waren wir sehr zahlreich vertreten. Typhoon und Erkin haben sich um den Stand gekümmert und der Rest von uns hat am Turnier teilgenommen. Auch zwischen den Runden stets produktiv. Hier wird gerade ein Deck beigebracht, dem Simon, der 1-1 steht. Eierkopf ist leider auch 1-1. Nein, ich stehe 2-2. 2-0. 2-0 sogar, mächtig. Bestes Ergebnis bisher vom Team E-Man. Gegen was hast du gespielt? Gegen Lair of Darkness, 60 Karten und Spiral. Und gegen was hast du verloren? Ich habe gegen Trickster verloren, weil Strike eine gute Karte ist. Und Yoshi, hast du noch was zu sagen? Gegen was hast du verloren? Ich habe gegen Genji verloren. Wir haben hier Eierkopf, aka Patrick Döbelin, der jetzt nach der vierten Runde 4-0 steht. Erzähl mal, wogegen hast du gespielt? Ja, ich habe gerade gegen Dino 60 Kartenhaufen gespielt. Dem 1 beginnt er mit Dolka, dem ganz großen Dino und Gras. Aber ich konnte trotzdem über zwei Züge durchspielen. Mit Huff und mit Agen konnte ich halt zwei Monster aufs Feld bringen. Und dann konnte ich halt einfach ein großes Feld aufbauen. Habe mit Sleeper alles geschossen und halt Ibli auf sein Feld gelegt. Und da konnte er halt nicht mehr machen. Glaubst du, dass Spiral allgemein in Zukunft eine gute Option sein wird? Ich habe kein gutes Gefühl dabei, weil Karten wie Kaiju, Sphere-Mode, Labasolem, die töten einfach direkt. Am Ende des Tages erreichte Nico Schlieker mit 6-1 einen guten zweiten Platz. Er hat Zephra gespielt. Da könnt ihr euch in nächster Zeit auch noch auf ein Deckprofil freuen. Eierkopf hingegen hat die Tops leider verpasst. Er hat mit 5-0 gestartet, aber die letzten beiden Runden leider beide verloren. Cem ist ebenfalls 5-2 gegangen mit True Draco. Und auch ich bin 5-2 gegangen mit Burning Abyss. Und obwohl es spielerisch leider nicht ganz so gut lief wie zunächst erhofft, hatten wir als Team dennoch eine Menge Spaß zusammen und eine sehr coole Zeit.